Hi, in dem Video werde ich auf diese Wandleuchte hier eingehen, die wir gleich gemeinsam auspacken. Ist für den Außenbereich geeignet, die P65, und ich habe draußen was vorbereitet, da ich die Lampe nämlich installieren möchte. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Eigenschaften ein und danach darauf, wie die installiert werden sollte. Hier auf der Verpackung können wir sehen, dass die Lampe einmal in Schwarzmatt oder auch in Weißmatt erhältlich ist. Verbraucht 12 Watt. Dann haben wir hier eine Schutzklasse von IP65 und hier können wir auch einen Abstrahlwinkel ändern. Es ist auch egal, ob die Wandlampe jetzt oben, mittig oder unten von der Fassade oder im Raum angebracht ist, weil man kann auf jeden Fall die Klappe auch so schließen, dass gar kein Licht auf einer Seite rausfällt, wenn man das so haben möchte. Des Weiteren besteht das Gehäuse aus Aluminium. Wenn wir das so auspacken, haben wir in erster Linie Montagematerial, zwei Schrauben, zwei Dübel und noch einen kleinen Inbusschlüssel. Das Design ist eben minimalistisch, wird sich so dann auch den Möbel gegebenenfalls relativ gut anpassen und dann kann man die Haube hier einmal so aufschieben. Hier sehen wir einen Abstrahlwinkel, oben und unten jeweils eine LED verbaut. Auf der Rückseite ist hier die Kabeleinführung mit einer Gummidichtung und hier links eine Madenschraube, rechts eine Madenschraube, um eben die Klappe hier aufzumachen. Hier wird sie auch mit den Schrauben befestigt, oben und unten. Und dann können wir in die Innereien reingucken und das am Ende anschließen. Für schönes Ambiente haben wir hier am Ende eben schön warm weißes Licht. IP65 besagt eben, dass es relativ berührungsschutzsicher ist, des Weiteren staubdicht und strahlwasserdicht, also strahlwassergeschützt, im Außenbereich geeignet, im Innenbereich geeignet, Terrasse, Fassade, Garage, Küche, Restaurants, alles Mögliche, überall findet sie Anwendung. Schließen wir die direkt mal an. Bin schon gespannt, wie das am Ende aussehen wird hier. Also an sich habe ich hier an der Stelle eine Zeitschaltuhr. Von da geht die Leitung hier rüber in die Abzweigdose rein und ist eben für die Außenbeleuchtungen oben am Gartenhaus, da rechts, da links. Und jetzt habe ich mir hier noch eine Leitung gezogen, die gerade offen ist, die hier entlang geht, dann hier oben rechts, da hinten durch und kommt da unten in der Mitte raus, sodass wir die Lampe jetzt an der Stelle genau hier anbringen können, sodass sie am Ende schön mittig im Winkel nach oben strahlt. So, an der Stelle werde ich jetzt erstmal mit dem Inbusschlüssel hier die Madenschrauben links und rechts einmal aufmachen. Und schon haben wir hier den Deckel. Und hier ist der Anschluss. Einfach ein Kabel, wo wir dann am Ende mit Vago-Klemmen arbeiten. Man kann auch mit Lüsterklemmen arbeiten, aber ich mache es immer ganz gerne mit Vagos. Schutzleiter, Phase-Neutralleiter und dann passt das. Und hier ist eben noch ein LED-Trafo, der dafür sorgt, dass nicht die 230 Volt draufkommen, sondern tatsächlich nur besagte 24 Volt bis 40 Volt Gleichstrom. Dann mache ich mir an der Stelle hier bei der Gummidichtung schon mal ein kleines Loch rein. Ups, ist rausgeflogen. Dann machen wir das einmal so. Jetzt, wenn die Dichtung drin ist, einfach ein bisschen festhalten, die Dichtung, damit sie eben nicht rausspringt. Und dann ist sie auch gut dran. Genau. Und so können wir das jetzt festschrauben.
dann ganz einfach die Leitung hier an der Stelle abmanteln. Können wir auch ein bisschen einkürzen. Abisolieren. Schutzleiter natürlich auch. Dann hier an der Stelle auch nochmal abisolieren. Und dann brauche ich nur 3 2er Klappvagos, um das einmal komplett durchzuverbinden. Der braune Außenleiter auf den braunen Außenleiter, der blaue Neutralleiter auf den blauen Neutralleiter und der grün-gelbe Schutzleiter auf den grün-gelben Schutzleiter. Und so kann das Ganze verbaut werden, sprich alles hier reinlegen ordentlich. Darauf achten, dass die Gummidichtung hier auch nicht wegrutscht oder so, sondern komplett gut anliegt, wenn man es dann zumacht. Das sieht gut aus. Und jetzt die Madenschrauben einfach nur wieder anziehen. Und jetzt mache ich hier unten einmal komplett zu und hier oben erstmal einen relativ großen Abstrahlwinkel. Am Ende muss das hier einfach nur hier drauf geschoben werden. Und schon ist die Lampe fertig installiert. Und wenn es dunkel ist, schauen wir es uns an, stellen den Abstrahlwinkel ein. Und da bin ich jetzt gespannt auf den Abend. Okay, das sieht ja doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe mir eventuell noch gedacht, hier oben links und oben rechts einen hinzumachen, die dann quasi so runterstrahlen. Aber so finde ich, auch vom Winkel her könnte man zwar einstellen, würde ich jetzt, naja doch, könnte man doch einstellen, wenn man noch links und rechts einen macht oder hier noch links und rechts im Fußraum, also am Boden. Könnte man auch 3 solche Kegel machen. Also da kann man echt viel rumexperimentieren. Und unten kann ich jetzt an sich zulassen. Das braucht man ja nicht, das kleine Stück. Nee, auf keinen Fall. Das lasse ich zu. Ich denke auf jeden Fall, dass ich oben links und oben rechts noch eine gleiche Lampe setzen werde, sodass der Abstrahlwinkel dann oben rechts und oben links nach unten geht, unten in der Mitte so nach oben wie jetzt. Eventuell den Winkel von der Spannweite ein bisschen verringern dann bei jeder, wird optisch ganz gut aussehen. Und auf jeden Fall kann ich mittig von der Leitung, die hier runter geht von innen, einfach eine Abzweigdose setzen, mit einem Kabelstrang nach links gehen, mit einem Kabelstrang nach rechts, die mir dann ausführen lassen und dann laufen die Lampen auch noch. Das soll es aber an der Stelle jetzt mit dem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.